Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Wir haben gesagt, wir lassen die Blumentante erstmal stehen. Vielleicht sehen wir die zufällig irgendwo, wenn wir jetzt nach jemand anderem suchen. Ich musste gerade wild husten. Ich glaube, es kommt mir gerade wieder. Und wir suchen erstmal jemand anderen. Nehmen wir gleich mal den nächsten mit der Brille. Der Geschmack der lokalen Süßigkeiten erinnert Sam an das Pollen, an die Pollen seines Heimatplaneten. Lokale Süßigkeiten. Okay, das könnten viele sein. Wir haben erst gesehen, wo waren das? Hier hinten, ne? Hier, Popcorn. Aber hier ist keiner mit Brille dabei. Aber es könnte trotzdem jemand sein, der am Tisch sitzt. Aber nee. Brille und Streifenshirt. Was gibt's denn noch für süße Sachen? Können wir hin mal gucken, ob hier jemand ist? Tut's aber nicht, weil das sieht so aus wie Kuchen. Aber ich glaube, das ist Pizza. Oder? Ich weiß es nicht. Eis. Eis ist auch gut. Hier direkt vom Eisladen ist er auch nicht. Hot Dog. Ist jetzt keine Süßigkeit. Hier Donuts. Aber auch da nicht. Pizza. Bei uns gibt es heute auch Pizza. Pizza mit Spargel und Champignons und Squibbeln. Mal gucken, vielleicht mache ich euch ein Bild und stelle es auf den Vlog-Kanal. Also auf den Vlog-Instagram-Kanal. Alles zu finden in der Videobeschreibung. Falls ihr uns da auch mal ein bisschen folgen wollt. Mhm. Hier. Ja. Was ist der denn? Was? Ein Bienenmann. Was ist der denn? Sieht aus wie Hot Dogs oder so. Naja. Gut, dann eine Pistole. Was? Jemand hat schon wieder einen Blaster mit seinem Spielzeug verwechselt. Okay, hier irgendwo wahrscheinlich. Hier ist er doch auch schon. Jemand hat ein seltsames Paket im Erdgeschoss hinterlassen. Okay, ich kann... Erdgeschoss ist ja schon mal hier unten. Es würde perfekt hier reinpassen. Ich habe gerade hier... Nee, hier ist es nicht. Ich habe gerade hier auf den Dingstars geguckt. Das kann ich doch nicht aufmachen, ne? Nee. Ich habe es jetzt auf den ersten Blick hier unten im Supermarkt nicht entdeckt. Gucken wir mal hier. Es muss ja hier unten sein, weil das hier ist schon nicht mehr Erdgeschoss. Ah, hier, guck mal, hier bei dieser Kuchentörtchenabteilung, was auch immer, gibt es diese Pizzakuchen oder was auch immer das ist. Ah, die ja auch, der Donutmann. Er kauft auch sowas. Habt ihr es gesehen? Ich nicht. Sonst hätte ich sie angeklickt. Wann mal, ist hier noch irgendwo anders Erdgeschoss? Nee, ist nur das hier, ne? Das hier ist, erster, zweiter Stock. Vor der Tür? Ja, da hätten sie gesagt vor der Tür, ne? Guck trotzdem mal zur Sicherheit. Hm. Sieht einfach nur aus wie eine Einkaufstüte. Vielleicht ein bisschen näher rangehen. Vielleicht sehen wir es dann besser. Aber das werden sie ja nicht hier so zwischen die normalen Tüten gepackt haben, ne? Okay, hier sind so Eier, Marmelade... So ein paar Süßigkeiten. Hier haben die normale Sachen stehen. Hier so ebenso. Genauso wie hier, der Wagen ist auch normal. Wir gucken auch nur Brötchen oder so aus der Tüte raus. So, hier ist alles voller Brot und
Wurst oder so? Muss die Wurst nicht gekühlt werden? Keine Ahnung. Die Wagen sind aus irgendwelchen Gründen voll und stehen hier davor. Das ist komisch, aber okay. Geht's auch weiter? Kann ich öffnen? Ah, kann ich ein paar Dosen rausdingsen. Aber ansonsten ist da nix. Ne, ich bin schon wieder hier gelandet. Ich könnte ja auch hier noch so ein paar Wagen beiseite... Ein paar Wagen beiseite schieben. Aber da würde das ja auch nicht zum Vorschein kommen irgendwie, oder? Die fliegen dann aber auch, wenn ich den Wagen schiebe, so ein paar Sachen rum. Aber hier versteckt sich doch keine Tüte oder sowas dahinter. Okay. Mal beiseite. Jetzt befindet sich ja nicht hinter den Leuten. Okay, ich würde sagen, der Supermarkt ist clean. Und die Tür ist so eine Glastür. Da würde ich doch sehen, wenn was dahinter ist, oder nicht? Über den Pflanzen. Die Treppen kann ich ja nicht verschieben oder so. Was ist hier dahinter? Oh, der Geldsack. Okay, dann haben wir den schon mal. Wieder Döschen. Hier dahinter ist nur der Dingsbums, ne? Ja. Der Hocker. So, hier ist definitiv nichts. Das kann ich nicht verschieben. Mit dem Auto kann ich nichts machen. Machen wir die Tür mal auf. Die Blumentöpfe haben nichts zu verbergen. Diese Bank ebenso wenig. Gut, beim ATM konnte ich auch nichts rausholen. Gut. Ja. Ah. Okay. Gut. Dann. Aber ein bisschen fies gewesen, weil hier guckte was Blaues raus. Aber ist ja egal. Ist egal. Ist egal. Was mit dir? Der preisgekrönte Regisseur bespricht sein neuestes Werk. Mal hier unten war doch die Showbühne. Kann ich das hier? Nee. Okay, der Regisseur scheint zu sitzen mit seinem Zettel. Ist aber nicht hier drin. Also hier in diesem Zimmerchen. Aber der sitzt doch auch nicht hier zwischen den Leuten, oder? Doch, tut er. Na gut. Dann... Die neue Kleidungslinie von Beauty Line, weiß nicht, wird perfekt auf deinen Tentakel passen. Warte mal, Klamottenladen hatten wir Clothes. Clothes. Ist ja hier. Hier tentakelt es raus. Okay. Dann. Wenn du deine Verkleidung verloren hast, ist es am besten so zu tun, als wärst du ein Baum. Oh, hier tut jemand so, als wäre ein Baum und ich habe es nicht gemerkt. Hier ist ein kleines UFO. Aber hier draußen sind doch Bäume. Hier sind so blaue Boppeln an der Bank, aber das ist nicht. Okay, das sind... Alles wirkliche Bäume? Hier ist kein Baum. Wir gucken gleich auch drin, ob sie das meinen. Nee, das sind alles wirklich Bäume. Okay, wo stehen Pflanzen? Hier sind keine. Die habe ich eigentlich alle schon angepokt, aber wir tun es trotzdem nochmal.
Wäre doch cool, wenn man die Leute irgendwie beeinflussen könnte mit dem, ne? Aber dass sie halt zu einer Stelle gehen oder sowas. Aber muss ja nicht. Hey, da haben wir die Blumentante gefunden, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Ach, der Äußeres und Inneres. Oh, bin ich blöd. Damit wollten sie uns sagen, dass wir das aufmachen sollen. Wir haben es nicht geschnallt. Oder ich habe es nicht geschnallt zumindest. So tun, als wäre man ein Baum. Das sind doch alles wirklich Bäume. Dann ein UFO. Hier ist keine Pflanze drin. Wäre es auch nicht sinnvoller, wenn man so tun würde, als wenn man ein Klamottenständer? Weil dann würde die nackige Person ja auch angezogen werden und könnte danach wieder loslegen. Also ich piek's auch gerade aus Verdacht jeden Baum an. Ah, da stand sie ja drin, Mensch. Das war gut versteckt. Habe ich nicht so richtig gesehen. Gut, dann haben wir. Ein neuer Freund hilft Chris dabei, seine Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Ach du Scheiße. Ein Heirats... Vielleicht bei dem Schmuck? Hier. Ah! Tatsächlich! Okay. Und dann haben wir noch... Im Food Court gibt es wunderschöne Cupcakes. Alle Cupcakes, das hier oben, ne? Hier ist ein UFO. Gab es nicht einen extra... Hier unten war der extra Stand mit Cupcakes, ne? Ne, es waren auch Donuts. Aber wir gucken mal den hier an. Der hat doch auch... Was soll ich überhaupt suchen? Sein so mit Steinchen drin, sag ich mal. Hat der hier vorne nicht? Auch nicht in seiner Auslage. Auch noch nicht verkauft. Okay. Du hier... Nicht die Wegsnacke, auch nicht. Gut. Ja, wir können ja nochmal hier schauen. Aber die haben auch nur die gewöhnlichen Küchlein. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Nee, ich glaube, hier ist es nicht. Klamotten, Bücher, Kartons. Was ist das eigentlich? Ach, Schuhe, deshalb. Aber warum stehen die... Also, warum sind keine Schuhe auf den Kartons? Da sind nur Dosen drin. Okay. Handys und Karten. Der verkauft hier nur Getränke anscheinend. Noch mehr Handys und Karten. Das war der Schmuck. Das ist das Spielzeug. Ist ja auch noch irgendwas mit Essen. Aber... Hier sind Cakes. Hier sind auch noch so kleine Donuts und so. Warum ist der nackig? Okay, hier also auch nicht. Hier steht er doch. Okay. Wir brauchen... Ich habe so eine belegte Stimme. Furchtbar. Wir brauchen noch ein Raumschiff. Und dieser schüchterne Autor wird nicht zu seiner eigenen Buchsignierung kommen. Okay, Bücher.
Der steht bestimmt hier. Ja. Okay. Dann haben wir die alle. Wir brauchen nur noch ein UFO. Okay, wo versteckst du dich? Warum ist denn das hier so komisch? Zwischen den Leuten. Ist das eigentlich ein Kino oder was? Also hier ist ja auch eine Kamera. Ein Kino in einem Kaufhaus? Naja. Okay, hier ist keine. Okay, ich dachte, es passiert irgendwie was. Wenn man komplett trifft. Ah, hier ist das UFO. Nein, hier. Wir sind ein Überlebender des Black Friday, haben wir jetzt Errungenschaft bekommen. Sehr schön. Einen köstlichen Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Folge unserer kulinarischen Serie Cooking with Us, der mundgerechten Sendung mit 5-minütigen Episoden. In der heutigen Folge zeigen wir dir, wie du ein gesundes und leckeres Frühstück für die ganze Familie zubereiten kannst. Ein Monstrosaurus-Ei. Unser Gastgeber heute ist einer der heimlichen Herrscher der Erde, der schuppige und kaltblütige Professor Tooth Enkotep. Heute werden wir ein uraltes Gericht der Reptilia Primus zubereiten. Wir haben das Rezept von Generation zu Generation weitergegeben mit meinen Vorfahren die Erde... Was? Seit meine Vorfahren die Erde während der großen Flut verlassen haben. Seht her, ein Essen, das der Götter würdig ist. Dein Gehirn wird den Geschmack nie vergessen. Mr. Tooth, wie ist es, eine schuppige Kreatur zu kochen, die dir verblüffend ähnlich sieht? Was fühlst du? Diese erbärmliche Echse hat nichts mit mir und meinen Vorfahren zu tun. Ich bin ein stolzer Reptilier Primus. Und das hier ist nur ein Caiocephalus. Wir sind völlig verschieden. Wir herrschen und sie werden gekocht. Ich wusste nicht, dass ihr verschiedene Arten seid. Eure körperliche Ähnlichkeit ist unheimlich. Wie auch immer, lasst uns diese Delikatesse zubereiten. Wo habe ich nur die Gewürze hingetan? Okay, schalte den ersten Ermittler ein, damit das Ei gleichmäßig erwärmt wird. Da? Kann sein, dass ich jetzt andere Sachen finden muss? Oder muss ich den finden, der leuchtet? Weil die leuchten ja alle irgendwie nicht, die Button, ne? Warte mal hier. Ah, nee, doch nicht. Einer, der so ein bisschen sehr überrascht guckt, den müssen wir finden. Ansonsten haben wir hier sehr viele Dinos. Okay, ich versuche mich gerade nur so ein bisschen vertraut zu machen mit der ganzen Umgebung. Und was man hier eventuell noch machen kann und sollte. Das ist ja wie ein riesiger Salzstreuer. Ich glaube, das soll es doch sein. Hier. UFO. Okay. Aha. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Was ich hier tue, aber ich drücke einfach mal alles. Okay, die Reihenfolge war bestimmt nicht richtig, ne? Aber der salzt jetzt eh die ganze Zeit, also ist es egal.
So, dann muss ich hier bestimmt... Ah, okay. Mach mal die Tonnendinger hier auf. Gut, dann tentakelt das hier auch nur raus. Was ist denn das für einer? Der hat auch so komisch geguckt. Hatte ich nicht den Kollegen hier erst gerade irgendwo den Riesengehirn, Mann? Ah, hier. Im Raumschiff, genau. Ich wollte sagen, der kam mir doch irgendwie bekannt vor. Wir machen alle Tonnen auf, weil da könnte überall jemand oder etwas drin sein. Hier ist ein Knopf. Okay. Ein Hebel, aber ich kann damit nichts machen. Ich finde es gerade viel spannender, das hier rumzuklicken, als zu gucken, was ich wirklich tun muss. Hier ist noch so einer drin. Und so kleine Männchen. Okay. Hier ist noch ein Knöppel. Achso, zum Hochholen von diesen Dings das wieder. Hier ist irgendwas versteckt. Wie? Ah, hier irgendwie reparieren. Okay, den habe ich jetzt auch eher durch Zufall gefunden. Ach, hier auf dem Bildschirm. Augen auf im Straßenverkehr. Okay, ich brauche auch noch zwei von den crazy guckenden Professoren. Aber auch noch ein Riesenknopf. Ah, hier ist einer drin. Aber ich bin auch noch nicht durch mit dem Wildklicken, oder? Bin ich es jetzt? Ich habe es gar nicht gemerkt. Ne, uns fehlt noch diese, der aussieht wie eine Pfote. Wo ist denn der Pfotenknopf? Er hier. Das ist hier vielleicht und hier. Nicht vergessen, alles aufzumachen, was wir aufmachen können. Albträume im Küchenschiff. Okay. Ein T-Rex ist im Ei. Aber ansonsten, wir haben alles gefunden. Einfach durch wildes Klicken. Aber wir sind doch schon bei 23 Minuten, liebe Leute. Fast 24. Ich würde sagen, bevor dieser T-Rex aus dem Ei ausbricht, aus unserem leckeren Sonntagsfrühstücksei, und wir das Level wechseln, würde ich gerne wieder mal eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir schauen in der nächsten Folge mal, was das nächste Level ist. Da sind wir nämlich auch nicht gespoilert. Also, bis dann. Tschüss.